Экран! Экран дневный шоп, Освана-на-ва. Экран! In der Glodie an mit uns Tauktiranen. Hier wel wie eine gaude Titan in der Bi Gott kane lieren. Welkom, liebe Freund. Welkom zu dem Programm Ekran. Dankeschön, dass du von der Audubi bist, die Radio eingeschaltet hast oder am YouTube bist, möchtest du eine gaude Titan. Mit mir habe ich hier von der Abraham Schmidt und mein Name ist Eduard Jusbrecht. So, dankeschön, Abraham, für die Einladung annehmen. Welkom zu dem Programm. Kannst du einmal kurz sagen, wer ist Abraham Schmidt? Ja, danke auch für mein Einladen, Eduard. Ich finde das sehr, sehr wichtig und danke schön dafür. Ja, ich bin in Bolivien geboren, in Charagua-Kolonie. Und von dort habe ich 6 Jahre gewohnt, von dort trage ich nach Paraguay mit meiner Familie taub. Und habe dort dann für mehr als 3 Jahre gewohnt. Und dann trage ich Trainer Bolivien, William Montes. Und wohnen du in der Kolonie für 12 Jahre und sind nun für mehr als 2 Jahre hier dann in Ibneas, hier wo ich dann wohne. So, dort liegt ein klein bisschen in meinem Leben. Ich habe auch viel angetragen in meinem Leben. So, ich habe am Deilstädt gewohnt, aber nun wohne ich auch bei 5 Jahren in Bolivien. Geht hier sehr schön. Kannst du einmal von deinem Leben vertellen. Wie war von dir dein Zeugnis hier, wo du so abgewachsen hast? Wo wir dein Leben, eier du Jesus kennenlernst? Wo wir dein Leben, als du ihn kennst, wirst? Kannst du mal vertellen? Ja, ich habe auch nicht ein sehr gutes Leben gelebt. Der letzte Zeit besonders nicht. Weil nicht die ganze letzte Zeit, aber meist die letzte Zeit. Aber vor dort, ich sehe mich. Seht mir dort immer, ich will abpassen, dass ich nicht will ein schlechtes Leben haben. Ich will mit meiner eigenen Kraft mich proben. Besonders von Schmecken, was ich noch kriege, wo ich mir dort mal überlege und seht, ich will sehr abpassen. Und ich sehe dort auch noch, ich teile meine Brüder dort mit, wo ich will abpassen. Und mit meiner eigenen Kraft dort dann proben, war ich der Hohl. Und aber das geht nicht sehr lang, dann, als ich 16 Jahre war, dann schaffte ich für Spanien. Bin eine große Impresse und du ging das dann bloß die nicht sehr lang, dann habe ich mit den Dingen angefangen. Und dann war ich dort an, dass ich nicht meine eigene Kraft, die regt lang nicht, regt nur nicht Hand, haben dort aufhören. So, nun wie ich da bin und ich lebe da bin, dass ich kann mich bloß nicht streichen, dass wir bloß alle, das ging bloß alle so wieder. Und mit Trinken, ich fange mit Trinkengeschäft an und mit Telazakol mit Drogas, wo ich anfange zu brücken. So, das ging das sehr, sehr bei auf mit mir. Und ich sagte, dass du wird was anderes fehlen. Und das war mein Leben im Bett wie. Wo fehlst du dir in dieser Zeit, wo das sich so sperrte, dass alles bei aufging? Wo wären deine gefehlte Bären? Wirst du dir rüht oder wo fehlst du dir von Bären rüht? Ich habe vielmals geprobt, der Rüte kommen. Ich habe meine Zigarren ganz geschmeten, meine Leitern alles weit geschmeten. Und dann habe ich das 2 Jahre keinen Tag laufen. Und dann einmal, dann denke ich, war, du willst das Holz geschmeten, denke ich, du sehen. Und wirklich, ich fange das war. Dann fängt das war an und ging das wieder. Und ich kann das bloß nicht mit meiner eigenen Kraft zu sehen und das schafft das nicht. So, von dir stelle ich mich vor, schmeckst du nicht mehr und trinkst nicht mehr. Wo kommt das, dass du den Tag runterkommst? Oder was passiert in deinem Leben dann? Ja, Gott sei Dank. meine Familie, die hat sich bekehrt. So ich auch seht, ich war in der Arbeitsstätte. In der Zeit hat meine ganze Familie sich dann bekehrt. Du wirst von hier wirst Menschen gekommen, wo da hat das Evangelium mitgeteilt. Und dort hat sich dann bekehrt. Und bloß ich nicht, ich war dann auf der Arbeitsstätte und dann war ich dort. Und ich kam dann nach Hause und meine Familie fragt mich und spürt mir Motor, dass ich das nicht auch tun will. Und ich fand natürlich auch den Drief dort zu tun, dort mich Janka dort, aber ich wusste einfach kein Halt. Meine Familie war so frisch, da kann mir auch nicht wirklich sein, wo dort zu tun.
Und ich weiß aber noch meine Schwester, der sieht dann zu mir, hey, warum was nicht irgendwo aus Wiedern, dort du es viel mehr Fred bist. Wir haben Fred. Und wusst nicht auch, wann auch deine los, dass alle Tag laufen und dann einfach so leben ist wie dann dort jetzt viel besser. Und aber das können wir nicht wirklich sein, was willst du so nie werden? Das können wir nicht wirklich sein, was dort unterfüllen, was dort zu tun. Mhm. Und so, ich bleib mit dort, aber mit einmal ein Tag dann, fuhr ich mit einem alten Onkel mit, wo du sehr mit los, dass hier bleibt wir. Und da ich den, ich glaube, der hätte ich erst schafft an mir, da ich den, mit einmal krieg ich die Offenbarung, wo meine Zukunft ist der Hand ging. Und mir ging dort sehr, sehr schlecht, dort leben. Und den Tag besonders. So, ich war am Bosch. Und dann, da ich einfach ein Vier merken. Und da ich meine Zigarren mal alle verbrennen. Den Leiter rinde ich ab. Und dann fang ich einfach unter Bekan. Und ich habe danach never plotted Gebet. Ich habe verschiedene Gebete auswendig gesagt und gelehrt. Und einmal Eva gesagt. Und ich will das auch niemals verdammen, das ist auch gut. Aber wirklich einfach auf meine eigene Muttersprache, dass ich das verstehen kann und mir das von dem Herzen gehen. Das war ich dann mal deut. Ich fange an zu beten und plötzlich Jesus meine Sinnen zu vertellen und an Vergebung zu fragen. Und ich fange an, bitterlich zu heilen. So. Mir hat das alle sehr leid, was ich getan habe. Und ich fühle einfach, wo Jesus mir am Ohren, seine Freude wie mit mir. Und wo habe ich mir einfach alle Sachen vergeben. Und von da an habe ich angefangen dann zu wissen am Jesselchen. Ich bin sehr froh von da an. Wie ist es interessant, wie setze ich so die Heile, aus wann die Heile jetzt, die dort selbst in dem Moment gelehrt hat, vor die Betieren kannst, oder vor die nicht leben anfangen. Das arabiert so, nicht so. Dort, auf einmal kommt der Heilige Jesus im Barsch, oder die bracht das mit sich. Oder wo wird das? Krieg, ich habe das vorhin erwähnt, dass mir niemals wer das Evangelium wirklich mitgeteilt hat, bevor ich mich bekehrt. Ich bekehrt mich und ich weiß, Krieg, wo das Evangelium wird. Aber der Heilige Jesus selbst offenbart mir, wo das Evangelium wird. Wow. Aber in Wirklichkeit, alle ihr für Gott, weil es irgendwer dort beten für mich. Ich sage, dass Luther angeworden wurde, für mich gebet habe, aber dort war das Schein. Wow. So, dann seht ihr dann, wie dein Leben viel schöner geworden ist, nur das. So, vertell uns, wo fängt das Leben dann an, dass ihr nie leben? Wo wird das nie leben? Ich fange an, einfach ein Gebetsleben zu führen. Ich fange wenn ich ganz schwer hätte, ich kann mich einfach lehnen und Gott seine Arms und ich kann mich einfach mit Gott sprechen, als wenn er mein Freund wäre und ich wüsste, dass er mein Freund wäre. Und ich kann einfach Gemeinschaft haben mit ihm. Und wenn immer ich schwer hätte und leichte Tiden habe, ich kann mich viel und Gott gelehnt und ich kann mich einfach auf ihn verlassen und ich wüsste, dass er mit mir wäre. Er lehrt mich durch alle Dinge, die ich durchgegangen bin. Und ich, durch die Bibel, wenn ich die Bibel lesen darf, ich kann das einfach so klar verstehen, was dort Wut bedeutet. Und der Heilige Geist redet auch durch das Wut gleich zu mir. Und das gibt mir einfach so eine Freude. So, wenn es dir lässt, dann verbrennst du dich, dann, als du die Betiere deutest, wie das dann ganz vorbei? Er ist besser nach Luther Träger gefallen, oder wo hat sich mit dort? Gott sei Dank, ich kann never mehr die Versicherung kriegen, weil ich sei Versicherung einfach dort mit dem Vater in der Jahr, aber ich habe immer, so ich sehe, ich habe immer den Macht von Gott, dort bis ganz oft zu sein und dort wird bis so wunderbar. Ich kann mich ganz auf den Macht verloren, was Gott mir gibt. Wow, Halleluja dafür, Gott ihr dafür. Und wo naja, trage ich dann vielleicht von du war ich, wo ich dann wohne, ich habe so verstanden, dann irgendwann er sei, war ich getragen. Wo viel Leute wir dort? Ja, so als wir dann die 12 Jahre an der Kolonie gewohnt haben, dann habe ich den Tag passiert, und dann habe ich nach 2 Jahren so dort an der Kolonie gewohnt, und wir nicht eine große Kolonie.
habe du gewohnt und ich habe viele Menschen auch mitgeteilt durch den Tag und wir haben auch besonders viel Verfolgung gelesen und ich glaube, das hat einfach auch uns mehr gewusst. Die Verfolgung, die hat uns stark gemerkt im Glauben. Einmal wieder sehr schwer, aber dort, wo wir dann noch dort wiedergekommen sind, und dann nur 2 Jahre sind wir dann hergetragen und haben hier dann nur 2 Jahre, mit über 2 Jahren gewohnt. Wow, sehr gutes Zeugnis. Und das freut mich, dass ich die Nora Konchana lehre auf dieser Weg. Und ich möchte zum Schluss noch fragen, ob du ein mautmerkendes Wort hast für den Hörer oder irgendwas, was du vielleicht mautgemerkt hast, was du den wünschen kannst. Mhm. Yes, ich habe viel, aber ich will nicht alles kann sein, was ich weiß. Aber wo ich nicht besonders undenken da als besonders, wenn ich vielleicht ein Jugendlicher bin, was jetzt ist und was jetzt hier ist, ich würde einfach Psalm 37 falsch feiern. Das ist bei mir ein sehr besonderer Vers, einmal hier war. Und da sage ich dir, hab deine Freude am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und wenn du vielleicht kriegst du auch einen schweren Tag hast, was ich den Tag habe, wo ich mich begehrt, was wird dann, als du ganz kalt ruht? Hab deine Freude am Herrn und dann wird er dir Kraft geben, was du dir wünschen lässt. Mhm. Oder wenn du vielleicht grabelst, was gerade Dinge zu tun hast, was du nicht lässt, und du weißt nicht, wo du zu dir kommst, dann ist es wahr, dort hab deine Freude am Herrn und dort meint die Bibel lesen, die Freude und Arm haben, die ab Arm verloren und einfach ganz handgegeben sind. Das ist die Freude und Arm haben. Mhm. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Amen, amen zu dort. So, vielmals Dankeschön, Abraham, für das alles, das mitteilt, was du mitgeteilt hast. Ein wunderbares Leben, wo Gott dir geführt hat, wo er dir rückgeräte hat, in der Düsternis und im Licht neu gestaltet hat. Und ich sage dir, dass du bist für andere Jugend und für andere Menschen ein gerautes Licht. Möchtest du wieder so ein Licht sein, ich möchte auch ein Sehen auf dich sprechen. Und ich möchte auch jeden Tag hier ein Gottes Sehen wünschen. Und dass du kannst mit Gott eine schöne Zeit wieder haben. Und denk über diese Wieder noch, was wir von dir hier haben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du von dir auch dabei bist. Wenn du Frauen hast, wo du mitteilen wirst oder ein Zeugnis geben wirst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-77-88-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.